Thierry, es geht ja einfach nur darum, uns nochmal zu unterhalten mit Blick auf, wir sind in 2006. Und wenn du jetzt zum Beispiel zurückblickst in die damalige Zeit, wie war das für dich? Du kommst aus Lyon, was war für dich der Grund, überhaupt nach Berlin zu kommen? Ich bin mehr oder weniger spontan nach Berlin gekommen. Spontan kann man sagen. Ich hatte gehört von Berlin von einem Freund, der mir so viel positiv von der Stadt erzählt hatte. Der hat dort 6 Monate gelebt und kam total wie ausgewechselt zurück. Nach 6 Monaten. Und ich dachte, Mensch, toll. Und da mich damals so viele Musik, mehr oder weniger von allen Leuten, die mit Berlin zu tun hatten, zum Beispiel David Bowie, Iggy Pop, Lou Reed, diese ganze neue deutsche Welle, wie deutsche-amerikaner Freundschaft, Malaria. Die kanntest du also alle schon in Lyon? Ja, vom Radio, ja. Ich habe regelmäßig Radio gehört und diese Radio hat viel über diese neue deutsche Welle gespielt. Und die waren sehr populär, zum Beispiel DAF, Malaria, Nina Hagen waren sehr populär damals. Und was hast du zu dem Zeitpunkt in New York gemacht? Ja, ich habe irgendwie nach der Abitur versucht, was zu machen, aber war nicht viel zu tun in Lyon. Und dann die kleinen Jobs, die ich angefangen habe, das war immer eine Katastrophe. Dann war ich immer rausgeschmissen oder nach 3 Monaten entlassen. Das war so 3-monatige Verträge und dann musste ich was wieder neu suchen. Ja, das war nicht viel los in Lyon für mich. Da war sehr, sehr begrenzt. Und irgendwie hast du das Gefühl, oder vermittelst du das Gefühl, du hast auch nicht so richtig in diese normale Arbeitswelt reingepasst? Ja, ich wurde immer rausgeschmissen, komischerweise. War die Einzige, wo alle Leute, die viele Leute hatten, zum Beispiel bei der Post, die nichts gemacht, ne? Oder die so getan, dass sie viel arbeiten, aber im Grunde nichts gemacht, die waren das 20 Jahre schon dabei. Und nicht nach 6 Monaten würde ich lebenslänglich rausgeschmissen. Also ich darf nie wieder bei der Post eine Arbeit suchen in Frankreich. Hast du zu dem Zeitpunkt schon Christoph Boucher gekannt? Nein. Den Christoph Boucher habe ich erst in Berlin kennengelernt. Okay. Und dann bist du also aufgrund der Situation in Lyon, wo du gesagt hast, ey, für mich ist hier nicht viel los, ich muss was anderes probieren. Ja, dann habe ich versucht in Paris zu leben. Es war noch schlechter, also das war katastrophal schlecht mit Wohnungen, war keine Arbeit sowieso. Ich habe gedacht, wenn ich so weiterlebe, dann bin ich entweder im Knast oder tot, wenn es so weitergeht. Oder als Melancholik chronisch. Da mit Anfang 20 kann man sich noch das erlauben, weil es ist noch gesehen als ja, so unerfahrene junge Person. Aber nach über 30 fängt es schon an, faul oder nichts tue. Dann habe ich mir gedacht, ich muss was machen. Und dann habe ich gedacht, ja, ich muss was radikal machen. Das heißt, ich muss einfach weg. Aus Lyon habe ich versucht wegzugehen nach Paris. Das ging nicht. In den Vogesen, das war mir zu provinziell, dieses Leben. Dann habe ich gesagt, dann muss ich radikal was ändern, ich muss nach Berlin. So, dann, das wurde dann immer konkreter, dieses Projekt. Und dann habe ich einfach gesagt, gut, dann ich kündige alles, meine Wohnung, meine ganze Wurzel von Lyon. Und dann bin ich einfach mit einem One-Way-Ticket von Lyon über Straßburg, Karlsruhe, Frankfurt am Main und dann Bahnhof Zoo. Das war wie eine Weltreise damals. Das hat 21 Stunden gedauert. Ich bin am Bahnhof Zoo um 6 Uhr morgens angekommen. Ich dachte, mein Gott, kaum geschlafen da diese ganze Zeit. Boah, das war wie ein
auf einen anderen Planet anzukommen. Das war im Januar, das war kalt, da lag Schnee auf der Straße. Ich konnte kein Wort verstehen, was da alles geschrieben war da, oder was die Leute gesagt haben. Das war schon, wenn ich das Zurückticket hätte, wäre ich wahrscheinlich am gleichen Tag zurückgegangen. Aber Gott sei Dank oder leider, dann hatte ich nicht. Ja? Und wie ging es denn weiter? Weil was war deine erste Wohnung und wie konntest du dich assimilieren oder integrieren, ohne erstmal Deutsch zu sprechen? Gab es eine französische Gemeinschaft von Menschen, mit denen du dich verbinden konntest? Damals nicht. Also ich hatte aus Lyon Anfang Januar zu Silvesternacht eine Frau kennengelernt und meinte, was, du willst nach Berlin gehen? Mein bester Freund wohnt in Berlin. Super, du kannst bei ihm gehen. Wunderbar, so ein netter Mensch. Toll, super. Dann bin ich von 6 Uhr bis angekommen am Bahnhof Zoo und dann um 9 Uhr war ich bei ihm an der Tür in Kreuzberg am Oranienplatz. Und dann nach 5 Minuten habe ich festgestellt, diese Person kennt diese Frau kaum. Also das ist überhaupt nicht ihre beste Freundin oder die kennen sich aber richtig vage. Und dann habe ich gedacht, mein Gott, was habe ich mir erstmal angetan? Das war der erste Tag sehr, ich hatte wirklich Angst da, überhaupt an alles, ne, kann man sagen. Ich wusste nicht genau, aber ich hatte Dauerangst, denn ich wusste nicht, warum. Ich bin allein da zum ersten Mal und muss ich klarkommen, wie ich weiterleben werde. Und das war wirklich brutal. Also vielleicht, das hat mich gebraucht. Das war der Punkt, wo ich gesehen habe, ja, sofort dann bin ich allein da. Wie hast du den ersten Tag überstanden? Und wie ging es dann weiter? Dachte, mir war kalt und der Typ war immer zu warm. Wenn ich habe gesagt, sollen wir ein bisschen Feuer machen? Nö, wieso? Ist doch warm heute. Ja, gut, es war im Januar. Ne, also. Und dann erst gegangen zum Einkaufen und dann ich bin ganz schnell warm gemacht und erst zurückgekommen, erst einmal die Fenster aufgemacht. Ich dachte, oh Gott. So. Und dann nach 3 Tagen hat er mir gesagt, ich muss was anderes finden. Dann war ich da, es war montags, also ich bin freitags angekommen, den Montagsvormittag da mit meinen 2 kleinen Koffer da Richtung Mauer, der Adalbertstraße, am Ende waren die Mauer. Und dann habe ich gedacht, so jetzt. Was mache ich? Und dann habe ich im Kopf nochmal dieses Lied von Lou Reed, wo der noch früher als andere gesagt hat, Berlin by the wall, it was so nice, it was paradise, Dubonnet on ice. Dann habe ich gesagt, ja, mache ich genau wie Lou Reed, dann suche ich das Paradies an der Mauer oder so ähnlich. Und dann habe ich nach links geguckt, nach rechts geguckt und dann habe ich gesehen, ah, nach rechts sieht lustig aus, da hat diese Thomaskirche, da hat die Bethanien, die damals nicht kannte. Und dann habe ich an der Mauer entlang gelaufen, dann 100 Meter, habe ich gedacht, das ist es, dieses Haus. Das Haus von Lou Reed. Das war dieser Georg von Rochhaus, die ich damals nicht kannte. Dann bin ich reingegangen und dann habe ich gedacht, oh, super hier, das ist, was ich gesucht habe. Und dann bin ich in diesem Haus, bin ich über 20 Jahre geblieben. Da direkt an der Mauer und dann danach direkt an der Baustelle. Kannst du das nochmal beschreiben, weil so kann man sich das ja jetzt noch nicht so richtig vorstellen. Also da ist ein Haus und da geht man rein und bleibt. Was war das Besondere an diesem Haus? Also das war kein normales Haus. Das war ein, muss man sagen, für die Leute, die dieses Haus nicht kennen, das ist ein Teil von einem riesigen ehemaligen Krankenhaus. Dieses Krankenhaus aus Bethanien. Und wenn man auf einer Karte anguckt, das ist sehr groß. Und sehr grün drumherum. Und am Rande war die Mauer. Und deswegen hat der Senat von Berlin hat damals 1961 mehr oder weniger gesagt, dieses Krankenhaus ist zu nah an der Mauer. Wir wollen nicht mehr in dieses Krankenhaus investieren. Und wenn man in ein Krankenhaus nicht mehr investiert, dann ist dieses Krankenhaus sehr schnell veraltet. Und nach einer Weile, also die haben gesagt, wir machen
der ging ein neues Krankenhaus. Und das war da dem, am Kanal, der Name fällt mir jetzt. Ist auch egal, wie das Krankenhaus das neu hieß, auf jeden Fall. Dieses Block da, weißt du. Naja, und dann, die haben gesagt, das Bethanien-Krankenhaus lassen wir mehr oder weniger leer. Das Urban-Krankenhaus, genau ist das. Urban-Krankenhaus wurde neu gebaut und das Bethanien wurde nach und nach leer und dann komplett leer. Bis 1971 viele Jugendliche, die nach dem Krieg geboren sind, die haben eine Wohnung gesucht und es gab damals keine Wohnung. Und die haben gesehen, das Bethanien ist leer, seit Jahren schon und dann warm und dann wir suchen einen Bleibe, haben wir nichts. Dann wir besetzen das Bethanien Krankenhaus. Nach dem Tod von Georg von Roch am 4. Dezember 1971, der wurde von der Polizei erschossen, als Protest haben, glaube ich, 600 oder 700 Jugendliche das ganze Bethanien besetzt. Aber die Polizei hat das große Haus, die zu Bethanien gehört, zurückerobert. Und diese ganzen Leute haben sich nebenan in ein ehemalige Schwesterheim, die dazugehört, die ist Martha Maria Haus, wo die Nonnen wohnte. Und alle diese Besetzer haben dieses Haus besetzt und haben gesagt, das ist unser Haus, wir bleiben hier. Und dann es gibt diese berühmte Song von Rio Reiser, das Rauhaus-Song, wo die sagen, das ist unser Haus und fertig. Und die Polizei hat gesagt, ja, das sind zu viele Leute, wir können nicht räumen, das ist zu gefährlich. Und die haben provisorisch gesagt, okay, ihr könnt da bleiben, eine Woche. Und dann es ging weiter nach 3 Monaten und dann es ging nochmal 3 Monate, dann ein Jahr und dann noch zweite Jahr. Und dann das Haus wurde im Juni 78 dann legalisiert als Treberhaus, also als praktisch Jungzentrum ohne Betreuung. Dann könnten die Jugendlichen da zusammenleben und ein neues Leben anfangen, ohne Pädagoge, ohne Eltern, ohne jemand, der sagt, du sollst dies und das machen. Da in diesem Jungzentrum bin ich angekommen, also das war schon kein Besetzhaus mehr, das war schon legalisiert im Januar 82. So, und dann, wenn man reinkommt, es war so ein, wie so ein Krankenhausatmosphäre, kann man sagen, ein sehr langer Flur mit viel Tür links, viel Tür rechts, 3 Stockwerke und Badezimmer vorn, Badezimmer hinten. Also Gemeinschaft, beide Zimmer, ein Toilette vorne und hinten und teilweise noch in der Mitte. Das war dieses Haus und war warm im Vergleich mit dieser Wohnung, wo ich wohnte. Und dann habe ich gesagt, super, das ist, und dann war viel Graffiti, also so gekritzelt, also ich komme aus USA, ich komme aus Holland, aus Italien. Es gab ein Gästezimmer, dann habe ich gelebt. Die erste einen Monat lang. Ja, das war irgendwie, ich fand das irgendwie, ich weiß nicht. Und das war, dieser Punkt war, dass das Haus, also die Rückseite des Hauses war direkt an der Mauer. Kann man sagen, die Mauer war 10 Meter entfernt von das Haus und das Ende der Bürgersteig, also die richtige Grenze, weil muss man sagen, dass die Mauer war nicht die offizielle Grenze zwischen Ost- und West-Berlin, sondern war ein Stück zurückgebaut. Und da an dieser Stelle war das Bürgersteig komplett zu Ost-Berlin gehört. Und danach war schon, also West-Berlin hat angefangen, praktisch 3-4 Meter vom Haus entfernt. Als du jetzt ins Rauhaus gekommen bist, hast du schon zu dem Zeitpunkt dich künstlerisch betätigt? Nein, da ich war, wie gesagt, ich hatte nur Abitur in der Tasche und mehr nicht. Und dann habe ich aber festgestellt, nach nicht mal einer Woche, alle Leute, die ich treffe, alle sind Künstler. Und im Haus waren viele Künstler, in der Diskothek, wo ich war genug Künstler, Mensch. Es sind genug Künstler in dieser Stadt, unglaublich.
Und dann hat mir jemand gefragt, was machst du? Ich habe gesagt, ja, ich bin auch Künstler. Und was mache ich? Ach, ich mache alles, Musik, Malerei, wie Dicht. Also ich kann auch Poesie schreiben, ich kann alles, ich bin Multitalent, habe ich so gesagt. Ach, super, dann so, dann musste ich einfach dann, um mein Gesicht nicht zu verlieren, einfach alles mitmachen. Dann habe ich einfach alles mitgemacht, gesungen, wie von, damals war angesagt von Recycling, irgendwas zu finden und dann davon Musik zu machen. Leute haben von gefunden, Klamotten, die haben irgendwie Mode gemacht, irgendwie. Das war alles möglich. Und da habe ich festgestellt, warum diese Leute alle Künstler sind, weil da war diese Stimmung in der Stadt so einseitig. Das war so eine Tristesse da, und so eine Armut. Da praktisch musste man gezwungen sein, kreativ zu bleiben und nicht verrückt zu werden. Das habe ich aber viel später realisiert. Können wir weitermachen? Das heißt, du bist im Grunde als Hochstapler im kleinen Sinne zur Kunst gekommen. Aber wie ging es dann los? Also ich meine, vom Sagen, ich mache Kunst und ich singe, weil ich weiß ja, du hast mit den einstürzenden Neubauten, nein, schon, du hast mit Sprung aus den Wolken gesungen, ja. Du hast mit Christophe Boucher angefangen oder zu malen. Wie kamen die allesamt zusammen? Das war nicht mit Hochstapler zu tun, das war einfach so, alle waren so wie ich. Die konnten, es war kein gelernter Musiker, aber die haben Schallplatte einfach oder Kassette aufgenommen. Das war, oder die Leute, die, das war kein gelernter Modemacher, aber die haben trotzdem Modeschau gemacht. Oder kein gelernter Maler, aber trotzdem Ausstellungen organisiert. Das war einfach so normal damals. Die Leute, es war alles möglich. Man konnte nichts machen, aber man hat irgendwie nicht gewusst. Man hat gesagt, ja doch, ich bin doch Maler, fertig, aus. Also das war so spontan, total. Und der Kitty Sidney, der von Sprung aus den Wolken, habe ich kennengelernt in Diskothek. Abends oder zum Beispiel Risiko oder Dschungel, solche damalige Diskothek. Und dann Alex von Borsig, Alexander Hacker, die ist damals Alexander von Borsig. Der war damals 16 Jahre alt und hatte schon Platten aufgenommen als Musiker und auch als Techniker. Und dann der Chris Lo Haas, der jetzt tot ist, von Liaison Dangereuse, und dann der Krishna Guano, die war damals Welterfolg gehabt. Und ich dachte, boah, super, und dann bin ich da richtig. Und dann habe ich es festgestellt, so kann ich auch. Kann ich auch singen, kann ich auch Gitarre spielen. Oder. Und dann mit Christophe Boucher, das war Ende des Jahres 82, der musste seine Wohnung räumen. Die Polizei hat ihm 48 Stunden gegeben. Der war selbst nicht da, der war im Knast. Und dann habe ich seine ganzen Sachen gerettet und ins Rauhaus gebracht. Und als er aus dem Knast kommt, Anfang Dezember 82, dann hat er eine kleine Zimmer gehabt im Rauhaus und sein ganzes Material noch da. Und dann so haben wir angefangen, wir haben praktisch im selben Haus gelebt, und dann haben wir angefangen zusammenzuarbeiten. Erstmal Sachen gesammelt und dann von dieser Basis, dann haben wir ein Auto gekauft und dann, ja, und dann ging es dann weiter. So. Erinnerst du dich noch, warum war Christophe Boucher im Gefängnis? Ja, weil der war gesucht und er wusste das nicht. Der hatte damals ein Haus am Chamisso-Platz und es eine Wohnung in einem Haus am Chamisso-Platz in Willibald-Alexis-Straße 33. Das Haus war halb besetzt, halb legal. Und er hat legal gelebt. Und also oben war besetzt oder unten war besetzt, also das war sehr, die Polizei hat nicht gewusst, die haben alles geräumt und beim Räumen gefunden, der hatte Biwak von Toilette genommen. So, und dann, der war aber schon weg, weil er hat gewusst, die Polizei kommt, der hat schon woanders gewohnt. Und
Ja, und er war gesucht und der beim Verkehrskontrolle in Wuppertal festgenommen. Und dann war damals, konnte man als Gefangener nicht nach Berlin zurück. Dann musste man warten, so ein Kontingent, genug da ist, also genug solche Gefangene nach Hannover zu bringen und dann auf einmal mit Flugzeug von Hannover nach Berlin. Und deswegen, er musste noch 4 bis 5 Wochen von Wuppertal nach Bielefeld und dann nach Hannover und dann noch eine Woche in Tegel, in Moabit gesessen und dann, der wurde dann freigesprochen. Er war praktisch 6 Wochen umsonst da im Knast geblieben. Aber durch diese Aktion habt ihr euch, also ihr habt euch immer schon vorher gekannt, weil wenn du seine Sachen rausgeholt hast aus der Wohnung. Ja, wir haben uns so flüssig gekannt. Und weil er wollte für ein paar Tage nach Wuppertal. Und er hat schon in einer Wohnung gelebt, wo der offizielle Mietvertrag-Inhaber war jemand, der gerade gestorben war. Und er hat in Namen dieser Gestorbenen alles bezahlt. Und aber dieser Gestorbene hatte Freunde in München. Und die sind sofort gekommen und haben gewusst, diese Person war auch Franzose, der ist beim Motorradunfall gestorben. Und die haben gesagt: Ja, wir übernehmen den Mietvertrag. Und dann, die kam irgendwann an der Tür und dann mir gezeigt, wir wohnen hier. Und ich habe gesagt, wie jetzt? Mhm. Und dann, er hat ja, das ist unsere Wohnung. Da habe ich sofort die Tür zugemacht, natürlich. Ja. Weil ich wusste damals, ich konnte kein gut Deutsch sprechen. Und dann, ich dachte, oh, das riecht nach Ärger auf jeden Fall. Dann habe ich zugemacht. Und dann, aber Nachmittag kam die Polizei, ich und der Krishna Guano oder von Les Dangereuses uns 48 Stunden gegeben, die Wohnung zu räumen und unser Ausweis abgenommen. Dann mussten wir innerhalb 48 Stunden die Schlüssel wieder abgeben. Achso, dann haben wir praktisch im Not da 48 Stunden lang die ganzen Sachen von Christoph, kann man sagen, der hat wirklich viel. Eine Dreizimmerwohnung komplett. Mit das Neue Testament hat er gemalt auf Holzplatte, 1,50 Meter mal 1 Meter mal gut 2 cm dicke Holzplatte. Und dann wir vom dritten Stock, vom Sophie-Charlotte-Platz in Charlottenburg bis Rohrhaus, Marienplatz in Kreuzberg, 5-mal voll hin und zurück. Dann seine ganzen Sachen da erstmal gebunkert in diese Zimmer. So groß wie hier, ungefähr war das Zimmer. Ja, und dann, das war erstmal seine Sachen gerettet. So, und dann, wenn er kam, da Anfang Dezember, da hat er sich langsam erholt von dieser Geschichte. Er war total wie durcheinander geworden durch diese 6-wöchige Knast. Ja, und dann hat jemand mir gesagt, redet nicht über diese Knast, fängt gleich an zu arbeiten mit ihm. Und dann so habe ich gesagt, gut. Erzähl mir nicht dein Knastleben, das ist jetzt vorbei, jetzt fangen wir an zu arbeiten. So, und dann haben wir angefangen zusammenzuarbeiten. Und dann so, das ging da weiter bis April 1984, als wir dann an der Mauer gemalt haben. Direkt vor dem Haus praktisch. Aber versuch doch mal die Zeit zu erklären, was ist in euch passiert? Das eine habe ich jetzt verstanden, das ist auch toll. Also quasi diese Sache zu sagen, okay, pass auf, Vergangenheit, Knast, reden wir nicht drüber, lass uns was Neues machen, lass uns in die Zukunft blicken. Aber der Blick in die Zukunft und jetzt zu sagen, jetzt fangen wir die Mauer an zu bemalen. Das wäre ja quasi wieder so eine Sache, das war ja nicht erlaubt in dem Sinne. Also da war ja wieder irgendwo eine illegale Tätigkeit. Wie ging das genau los? Ja, das kam nicht sofort, also das kam nicht. Ich bin nicht nach Berlin gekommen, um die Mauer zu bemalen und Christoph Boucher auch nicht. Das kam nach und nach, nach diesem täglichen Leben direkt vor der Mauer. Muss man sich vorstellen, wenn wir zur Toilette gegangen sind, und besonders am ersten Stock, also wo Christoph hat, in, sagen wir Parterre, Hochparterre, da war das Badezimmer praktisch über die Mauer
Und dann beim Pinkel hast du gesehen, weil das Fenster offen war, wie jemand so guckt. Also es gab einen Hausesturm direkt, also in Fluglinie direkt vor der Badezimmer und die Toilette. Also bei offenen Fenster, also so jemand, der dich beim Pickel so guckt. Und es ist wirklich nicht jeden Tag lustig, ne? Kann man sagen, okay, einmal so vielleicht, aber jeden Tag und dann das geht direkt, das ging richtig in sich hinein, diese ganze, das ist nichts spektakulär passiert, also es gab keine Schießerei oder niemand ist vor unsere Augen gestorben, gar nichts, also es ist einfach nichts passiert, es gab keine Autos, das war wie eine riesige Sackgasse, es gab keine Geräusche oder sehr wenig und dann nur noch diese dreimal pro Tag die den Gardwechsel, die sind gekommen und gegangen da in einen organisierten Rhythmus, das war alles. Und dann, ja, diese, das war praktisch ein, wie ich gesagt, ein tägliche Tristesse. Nichts los, aber das irgendwie, das war so. Und dann besonders in Hochsommer, das war absolut unerträglich. Da waren richtig Brüllen warm da, alle die normale Leute in Urlaub gegangen sind, da bleiben da nur so komische Leute mit ganz langem Mantel an der Mauer lang, die so laufen. Und ich dachte, boah, was ist hier los im Sommer in Berlin? Das war unglaublich. Das kann man nicht beschreiben, das muss man einmal gesehen haben. Man hat gedacht, wo bin ich da? Das ist irgendwie nicht mehr normal. In Hochsommer mit langem Mantel, die Leute haben gefroren, was weiß ich was. Das war, also deswegen, und dann spontan, da April 84, dann bin ich nachts raus und dann habe ich einfach mit ein bisschen Rest von Farbe aus der Spraydose einfach zwei Köpfe gemalt. So. Was, hast du das alleine gemacht oder dann zusammen mit Christoph? Alleine. Und einen Tag später habe ich Christoph gezeigt und er meinte, wow, super, dann lass uns das weitermachen. Und dann haben wir dann an die Technik verbessert, dann mit Leiter und dann mit nicht mehr mit Spraydose, weil das war zu teuer. Spraydosen damals waren unbezahlbar und auch sehr giftig auch dazu. Das war damals mit Blei, es gab nicht wie jetzt diese Wasserbasis. Farbe, es war alles mit Blei und dann hatten wir auch das Geld nicht, um diese Spraydose zu kaufen, dann haben wir vom Rest, also wir sind, es gab damals sehr viel Renovierung von Fassaden in Kreuzberg, so 750 Jahre Berlin, war ganz Kreuzberg renoviert und dann haben wir Reste von Farbe gefunden, da vom Container und die haben wir gesammelt und dann gemischt und dann von diesem Rest irgendwie so ein großer Pott gemacht und dann haben wir so gemalt. Aber zurück, das warst du und Christoph, wo kommt Kitty Sidney rein und wo kommt Alexander Hackel? Die haben da im Haus nicht gewohnt. Der Kitty hat in Schöneberg gewohnt und Alex Hackel hat bei seiner Mutter in Neukölln gelebt, damals noch, glaube ich. Oder der war kurz, er hat in Kreuzberg gelebt. Und dann, ja, und dann die kamen noch ab und zu und dann haben mitgemalt. Zum Beispiel eine einmalige Aktion mit Kidi an der Waldemarstraße. Da wo der Christoph war gerade in Paris zum Christo der Pont Neuf angepackt, damals 85. Der Christoph ist nach Paris gegangen und wollte unbedingt diese Pont Neuf sehen, wie der Reichstag zugepackt war, war der Pont Neuf auch komplett zugepackt. Und er hat da gemalt, Skizze jeden Tag vor der Pont Neuf. Und dann mit Kitty, dann haben wir die Waldemarstraße gemalt. Und Hackel? Hacke, der kam noch weniger, der ist, glaube ich, nur ein paar Mal angekommen, weil
Wir haben teilweise auch Musik gemacht im Keller und der war alles noch ein paar Mal da und der hat einen großen Totenkopf gemalt. Wie kam diese Kombination dann? Weil der Sprung aus den Wolken, das war Kitty Sidney? Ja, Kitty Sidney war der Fondator, wie sagt man, der Gründer von Sprung aus den Wolken mit Niki. Und danach ist Niki gegangen und dann kam der Alex, und dann kam ich und dann kam eine Frau aus Frankreich, die Catherine. So, und dann das war so keine Festgruppe, das hat sich immer geändert. Manchmal kommt der Jochen Arbeit, der jetzt bei Neubauten spielt, oder Peter Prima aus Holland. Also das war so, manchmal waren wir zu zweit, manchmal zu dritt, manchmal zu fünf. So war das mit der Gruppe. Und dann? Wie ging es mit der Mauer weiter? Weil dann habt ihr quasi die ersten Bilder gemacht. Und das heißt, im Grunde bist du und Christoph oder Christoph und du, ihr seid diejenigen, die dann eigentlich am kontinuierlichsten gemalt haben. Ja, genau. Und wann kam denn, was war dein erstes Bild und wann kamen deine Ideen mit, was ist das Fast Form Manifest oder? Ja, das kam später, da. Durch diese tägliche Malerei praktisch. Weil muss man erklären, dass an der Mauer zu malen war nicht normal. Das war erstmal Verbot und erstmal war nicht für die Ewigkeit, weil eine Stunde später oder manchmal 10 Minuten später kam ein verliebter Junge und hat gesagt, ich liebe Deborah, ganz fett in der Mitte des Bildes, wo ich 2 Stunden gemalt habe. Und dann, das war natürlich am Anfang ärgerlich. Ich habe gesagt, Mensch, ich habe 2 Stunden gemalt und dieser Idiot in 2 Minuten hat mein Bild ruiniert. Und dann habe ich gesagt, was soll ich jetzt machen? Weil das war natürlich, ich konnte nicht die Polizei sagen, dieser Junge hat mein Bild ruiniert, verhaften Sie ihn, weil die Polizei durfte nicht an der Mauer, weil es war Ost-Berlin. Und dann habe ich gesagt, was soll ich immer vor der Mauer bleiben und aufpassen, dass niemand mein Bild ruiniert, das geht nicht. Und dann renovieren, dann ganz minutiös, wie es war, das ging auch nicht, weil das hat mir erstmal keinen Spaß gemacht und zweites hat es länger gedauert als das Bild ursprünglich. Und dann ich fand das blöd irgendwie. Das war nicht mein Ding, so minutiös renovieren. Und dann habe ich gedacht, Mensch, was muss ich machen? Ist genauso schnell renovieren, wie die Leute es zerstört haben. Und das war der Punkt, wo danach praktisch irgendwie mehr oder weniger egal war, dass jemand mein Bild zerstört hat. Dann habe ich innerhalb 10 Minuten das Bild einfach neu gemalt. Nicht ganz, wie es war, sondern manchmal komplett neu, manchmal nur ein bisschen. Also das war dieser Fassform-Manifest. 2 Ideen, 3 Farben, zusammenmischen und dann das Bild ist fertig. Und dieses 2 Ideen, 3 Farben zusammenmischen, das war auch letzten Endes dein Konzept, um eigentlich dich auch selbst künstlerisch aktiv werden zu lassen, wenn ich das richtig verstehe. Ja, das war mehr so ein Küchenrezept für Leute, die nicht malen können. Das habe ich mir ausgedacht. Einfach so. Zum Beispiel, es gab Passanten manchmal beim Malen, die kamen, oh, die waren total begeistert und wollten unbedingt mitmalen. Da haben wir gesagt, ja, okay, gut. Und dann, die wollten malen, aber die wussten nicht was. Und dann habe ich denen ein bisschen wie Tom Sawyer-mäßig gesagt, ja, machst du ihr rot, machst du ihr blau. Und dann die Leute haben gesagt, oh, schön, ich male an der Mauer. Und dann haben die sich total dabei gefreut. Und nicht gewusst, dass wenn man rollt, also das war diese 10 cm Rolle, und wenn man auf harter Beton rollt, dann spritzt es. Nicht? Also wenn man nicht weiß, wie man rollen kann. Und dann umso schneller, umso, weil man nicht malen kann, oder man hat die Tendenz zu drücken beim Malen.
nicht so flott, sondern drücken und schnell. Und dabei spritzen noch mehr. Und die Leute, die waren so begeistert, die haben das nicht gemerkt. Und nach 20 Minuten geguckt, oh mein Gott, meine Klamotten sind ruiniert. Aber die haben sich trotzdem irgendwie dabei wohlgefühlt. Und das war nur eine einmalige Aktion. Welche anderen Akteure oder an welche andere Akteure kannst du dich erinnern, die damals auch gerade in diesem Bereich Bethaniendamm, Waldemarstraße, Luckauer Straße, Patzumer Platz gemalt haben? Also da war am Anfang, da war ein Junge, der war vielleicht 18 Jahre alt, der hat auch in der Nähe von Marianenplatz gelebt, der ist Michael Grimmens und der hat praktisch täglich riesige Träume gehabt und wollte unbedingt diese Träume malen. Und dann habe ich ihm gegeben die Farbe und Leiter und dann schöne große Bilder, da kann man sich erinnern an diese Tarzan da am Ende von der Wrangelstraße. Das war dann ein berühmtes Bild. Und dann nochmal so eine Frau, die fotografiert und dann so ein Pärchen auf einem Schaukelstuhl. So kann mich noch an diese drei Bilder erinnern von ihm. Und dann gab es noch einen anderen, der hat aber in der Luckauer und Waldemar noch 84 schon, die ist Uli. Und der hat, ich weiß, gut 100, 150 Meter gemalt, komplett von oben bis unten. Der hat uns gesehen beim Malen, der war so begeistert, der hat da den ganzen Sommer lang, glaube ich, da nur gemalt. Ich glaube, Sommer 84, glaube ich, war das. Hat er nur gemalt die ganze Zeit. Dann später, 87, da kamen viele Italiener nach Berlin und die haben bei uns im Haus gelebt. Und dann da war der Franco Bartoletti oder noch andere von seinen Bekannten da, die kamen Sommer lang oder drei Frauen haben auch mitgemalt und dann waren wir plötzlich den Sommer 87 zehn Maler da den ganzen Bethaniendamm lang. Das hat wirklich Spaß gemacht. Aber das war immer wieder, muss man sagen, illegal. Nicht? Da muss man immer aufpassen, dass nicht die FOKU plötzlich rüberkommen und jemanden verhaften. Das wäre dann zu spät. Ist deines Wissens das jemals passiert? Ist jemand verhaftet worden? Ja, das ist bei der zwei Brüder, die ist, glaube ich, Onisite. Die waren aus der DDR freigekauft und die waren kommen in West-Berlin, haben die Idee gehabt, einmal durch ganz West-Berlin zu gehen und Mitte an der Mauer eine weiße Linie zu ziehen. Aber heißt er nicht Wolfram Hasch? Nein, das ist Onisite. Also das waren zwei Brüder, die haben damals Marienplatz 5 gelebt. Die haben auch unterschrieben Onisite, ja. Und dann diese beiden Brüder haben von Marienplatz angefangen und immer weiter diese weiße Linie gezogen bis zum Potsdamer Platz. Und dann damals, das war noch diese René-Lenné-Dreieck. Das war so ein Grundstück in einer Dreieckform. Und dieses Grundstück war im West-Berlin mit Gitter gezaunt. Und Und dann ein von diesem Dreieck war die Mauer. Und diese Dreieck sollte verkaufen. Also West-Berlin wollte diese René-Dreieck kaufen, weil es hat gestört. Man könnte nichts machen, weil dieses Stück Ost-Berlin da. Autobahnbau. Ich weiß es nicht, was. Ist auch wurscht, was ist eine eventuell eine Straße oder genau. Eine Autobahn. Ja, Autobahn. Ja, eine Tangente. Ne? Okay. Aber egal, das ist wurscht, jedenfalls. Und dann diese zwei Brüder sind da plötzlich vor dieser Zaun gekommen und konnte nicht weiter und die Mauer ging aber weiter und die wollten unbedingt, dass diese weiße Linie nicht zerbricht,
dann sind die über den Zaun geklettert und dann diese weiße Linie weißer gezogen. Aber was die nicht wusste, dass in einem Segment war eine präparierte Betontür, die ungefähr 1 Meter mal 80 cm breit war. Und die Fopo sind plötzlich durch diese Tür gekommen und haben geschrien, halt, stehen bleiben. Und diese beiden Brüder sind weggerannt und konnten aber nicht weg, weil der Zaun da war. Und die wurden dann verhaftet. Und ich weiß nicht mehr, ob die zwei verhaftet wurden oder nur eine. Aber ich weiß, dass mindestens einer 10 Monate Knast bekommt und wurde so 750 Jahre Berlin von Honecker amnestiert. Und da kam nach 10 Monaten wieder frei. Das war deswegen kein Spaß da immer. Das war immer gefährlich. Hm. Aber das waren ja quasi zwei Leute aus der DDR, die jetzt einen politischen Anspruch hatten und sagten, wir wollen, dass die Mauer wieder so gesehen wird, wie sie ist. Von euch Mauermalern, die jetzt in dem Sinne konstruktive, sagen wir mal, konstruktive Kunstwerke geschaffen haben, ist da jemals jemand verhaftet worden? Also der Christoph Boucher ist einmal verhaftet worden, aber nicht direkt an der Mauer, sondern in einem Zug. Das war auf dem Weg nach Malmö. Ich musste unbedingt nach Malmö wegen einem Konzert von Sprunger sein wollten. Und wann war das? November 84. Und der Christoph wollte, also ich musste nach Malmö, von Berlin nach Malmö mit dem Zug und nachts mit dem Nachtzug Geld holen und wieder zurück gleich danach und dann ein Auto mieten und dann Malmö und Linköping hatten wir zwei Gigs. Und Christoph Boucher hat gesagt, oh, er findet das auch, er wollte immer nach Schweden und wollte unbedingt mitkommen. Und er hat gesagt, aber ich komme gleich zurück, ja, dann bleibe ich da einfach allein, male ich den Fußgängerzone. Okay, gut, dann sind wir von Bahnhof so Richtung Malmö, aber über Friedrichstraße, die damals war kein normaler Bahnhof, sondern so eine Art Geisterbahnhof, wo keine normalen Leute eingestiegen sind, sondern nur Soldaten. Der Zug war absolut leer, also nur ein paar Leute wie wir, das war, ich weiß nicht, höchstens vielleicht 10 da in diesem riesigen Zug. Und man hat gesehen, der Zug kam sehr langsam rein in Friedrichstraße und man konnte sehen, da vom Fenster, alle 2 Meter ist ein Soldat so mit Kalaschnikow, ultra nervös und guckt so. Oh, das hat mir schon ein bisschen Angst gegeben. Und sobald der Zug stehen geblieben ist, dann sind die ganzen Leute da einfach reingestürzt und haben angefangen, die Toilette abzuschrauben. Irgendwie. Es gab, man hat gesehen, Leute mit Hunde sind unten gelaufen und man hat gehört, dass irgendwie am über Hohenstorfs Dach passiert was. Und die sind natürlich zu uns reingestürzt und Christoph Boucher als Erster. Und das muss man sagen, weil es gab normalerweise von West-Berlin nach Westdeutschland Korridor 3. Einmal nach München, einmal nach Frankfurt. Und einmal nach Hamburg, glaube ich. Ja, oder das war der da durften die nicht kontrollieren. Ja, aber nach Malmö nicht. Das war kein gestützter Transitkorridor, das war ein ganz normaler Zug, ein ganz normaler DDR-Zug, wo später DDR-Leute eingestiegen sind. Und deswegen, die haben diesen Zug einfach gesaubert, geguckt, gibt es kein Propagandamaterial oder Zeitungen, die versteckt sind oder sonstiges, was weiß ich was, Droge oder Zigarette oder was weiß ich was. Und dann, die sind auf Christoph Boucher da alle eingestürzt und oh, Kontroll. Und dann, der Christoph hat ihm noch gewarnt, nimm nicht so viel Fotos und Werbung und sonstiges von der Mauer, weil
habe ich geahnt, da passiert was. Und dann die Soldaten haben beim Kontrollieren die Tasche von Christoph Boucher geöffnet und gesehen, Fotos von der Mauer und sonstiges und das. Oh, die haben noch Verstärkung geholt, schnell, schnell. Und dann kam der Chef persönlich von Friedrichstraße. Oh, und dann hat er ein Kreuz auf seinen Reisepass gemacht, aus dem Zug rausgeholt und dann mitgenommen. Und dann dachte ich, Mensch, ich sehe den Christoph nie wieder. So war mein Eindruck da. Und mir haben die nicht mal angeguckt, die haben mich nicht gesehen, ich weiß nicht. Die waren so auf Christoph fixiert, dass die haben ihn reingezerrt, da in Friedrichstraße gab damals diesen Zug, S und U-Bahn, das hat die DDR gehört, aber das konnte nur die Westberliner benutzen. Und dann, die haben den danach den Christoph Boucher in der U-Bahn zurückgeschmissen, mit der letzten U-Bahn nach Checkpoint Charlie zur Kochstraße dann zurück und nochmal, der hat mir das später erzählt, dass die haben ihn fotografiert und Fingerabdrücke genommen und gesagt, wenn der nochmal einmal erwischt werde, dann bekommt er 2 Jahre Gefängnis. Also der durfte keinen Transit mehr machen, er durfte immer fliegen von West-Berlin nach Hannover oder Düsseldorf oder Frankreich. Und so, das war für ihn sehr kompliziert, von Berlin rauszunehmen. Was es gab ja noch jemanden, wo kam Ignano her? Also Ignano habe ich noch kaum kennengelernt, ich weiß nicht. Was könntest du noch zu Franco Bartoletti sagen? Franco Bartoletti kam, glaube ich, 86 nach Berlin für einen Sommer und dann ist er sich in Berlin verliebt und ist einfach geblieben. Ist gut zwei, drei Jahre. Ja, und dann, als die Liebe zu Ende ging, dann ist er wieder nach Firenze gegangen. Und der hat Kunst studiert in Firenze und dann der war total begeistert von dieser Mauermalerei und dann der hat einfach mitgemalt. So, und ich weiß noch, dieser abstürzende Mann von ein bisschen zum Erinnerung an den 9. November, wo die Leute aus dem Fenster gesprungen sind, so ungefähr war das 87 gemalt, komischerweise. Das hat mich erstmal, viel später habe ich dieses Bild angeguckt, dachte, Mensch, das ist doch der wieder auf 9. November in New York. Wie wahnsinnig. Ja, und dann leider habe ich dann seine Adresse nicht mehr. Ich weiß nicht. Okay, ist auch egal. Weil jetzt haben wir noch ungefähr 8 Minuten auf die. Ja, und dann kam dann der Film von Wim Wenders. Okay. Das war irgendwie der Punkt war, wo am Anfang, das war teilweise sehr brutal. Die Passanten oder die Nachbarn haben mich oder Christoph sehr, sehr doll beschimpft. Wir werden Kapitalist, wir werden, was weiß ich sonst für Wörter haben die ausgedacht. Ja, und dann, wir mussten immer die Malerei aufhören und dann erklären, warum wir machen dies. Wir sind nicht von der Stadt bezahlt. Wir machen Berlin nicht schön und so weiter. Das war immer wichtig, diese Erklärung gleichzeitig zu machen. Und dann kam Wim Wenders mit seinem Projekt direkt von der Erfolg Paris, Texas. Der wurde dann auf einmal weltberühmt, Golden Palme in Cannes. Und dann hat er relativ viel Geld dafür seinen nächsten Film bekommen. Und er wollte recherchieren über Berlin und dann habe ich ihn getroffen immer wieder, weil ich habe Bilder verkauft im Restaurant, wo immer Paris Bar, aber nicht nur, das war bei anderen Restaurants wie Fofis oder Lüttenwegner oder Axbachs oder was weiß ich noch für andere Restaurants, ja, Paris Bar.
Und dann, den habe ich immer getroffen, und dann, oder der war oft da in einem Schallplattengeschäft, wo eine Franzose das gehörte. Die ist damals Gift, und das war die Zentral, wo er immer gegangen ist und hat Neuigkeit gehört, also recherchiert für seinen Film. Dann hat er die ganzen Musiker kennengelernt, wie Nick Cave oder Blixa Bargeld, Crime and the City Solution und so weiter. Er hat diese ganze Szene kennengelernt. Und dann, ja, und dann nach dem Erfolg dieser Film, dann ist es da die Berliner ein bisschen, glaube ich, im Kopf geklingelt, dass die Mauermalerei nicht Quatsch ist, sondern vielleicht steckt mehr da hinten. Und das war der Durchbruch für mich. Und dann fangen die Leute an, weniger mich zu beschimpfen dadurch. Das war, weil ich musste immer die gleiche Erklärung, also gleichzeitig mal und erklären, warum ich mal die Mauer, ich wohne da direkt, ich komme nicht aus Frankreich da extra dafür, sondern ich wohne hier direkt. Das war wichtig. Und die Leute haben das gemerkt, ich bin kein arroganter Künstler, der unbedingt sein Happening machen will, sondern ich wohne direkt da und leidet genauso wie den da an der Mauer. Das heißt, du hattest Wim Wenders damals in Paris Bar kennengelernt, vermute ich. Und du hattest gesagt, seine Freundin ist Französin und Wim Wenders spricht fließend Französisch. Ja, genau. So konntest du also quasi mit ihm direkt deine Position ins Drehbuch einarbeiten? Na, der hat irgendwie mich gefragt und so. Also der hat recherchiert ein Jahr lang. Und dann haben wir uns kennengelernt, er hat mir Bilder gekauft und dann hat er mich gefragt, ob ich an der Mauer malen möchte. Und dann habe ich ja gesagt und dann, ich habe die falsche, weil er hat eine falsche Mauer benutzt, weil er wollte teilweise auf der Niemandsland drehen und es ging natürlich nicht. Und dann der hat eine falsche Mauer rekonstruiert, wo jetzt Lehrterbahnhof ist. Da war also auf Holz zwei Mauern, ein Aufsichtsturm und Sand, das sah auch wirklich aus wie echt. Und dann habe ich diese falsche Mauer gemalt und nochmal die echte Mauer an der Waldemarstraße. Das heißt, die Szene, wo der Engel dann in der Ecke Luckauer Waldemar hinter dem Podest, das ist dann wieder original. Ja, genau. Und die Szene, wo er zur Welt kommt, im Todesstreifen ist nachgebaut. Ja. Klar, weil er hat nicht die Erlaubnis, in Folienstreifen zu drehen. Ja, natürlich nicht. Ne? Aber das war natürlich toll, das denke ich auch. Also, weil der Film ging um die Welt. Weißt du, in wie vielen Welten, in wie vielen Ländern der Welt der Film gezeigt worden ist? Ich glaube, alle, vielleicht außer vielleicht Albanien oder Zimbabwe. Aber ich glaube, an alle, also besonders in Japan war sehr beliebt. Und der Wim hat mir gesagt, in Japan kann sich nicht mal erklären, warum nur Frauen diese Film angucken. Da war ein riesiges Kino und nur Frauen haben den Film angeguckt. Das war wie einmalig.